Also für alle, die sich irgendwann politisiert haben in der BRD, ne, war das ganz klar, dieser Nationalsozialismus, und das war klar, so kann das nie, darf das nie wieder werden. Ne? Das gilt für jeden. Also daraus haben fast alle von uns so eine Haltung entwickelt, die man so mit Zivilcourage bezeichnen könnte. Ne? Also dass man immer das Gefühl gehabt hat, wenn irgendwo einem was auffällt, eigentlich Form von Rassismus auch, ne? Also, dass man gleich dazwischen geht, ne? Dass man sich überall einmischt. 1968 wird auf dem Vietnamkongress in Berlin unter anderem beschlossen, Geld für Waffen für den vietnamesischen Befreiungskampf zu sammeln. Und damals haben wir halt schon überlegt, jetzt, wie kann man diesem Krieg begegnen? Ne? Den kann man ja nicht nur mit Demonstrationen oder so begegnen. Und so ist dann das Konzept oder überhaupt dieser Staatsmacht begegnen. Und so haben wir dann eben Marie Gieler zum Beispiel gelesen. Und daraus, es war auch in anderen Städten, ist dann so die Idee der Stadtguerilla entstanden. Ne? Also den Staat direkt anzugreifen, die Staaten überhaupt anzugreifen. Ne? Und, aber das in so einem mit so einem internationalen Blick, eben vor allem auf Vietnam natürlich. Dann gab es ein größeres Treffen eben in München, wo wir schon alle teilgenommen haben. Und da waren dann die Leute, die später die RAF waren, die gab es aber in dem Sinn so erklärt noch nicht. Und es gab später, und es waren da die, also es waren aus allen Gruppierungen nochmal die Leute, wo man überlegt hat, wie man weitermachen könnte. Da ist aber nicht groß inhaltlich diskutiert worden. Die späteren RAF-Leute haben gesagt, Voraussetzung für jeden bewaffneten Kampf ist die Illegalität. Erst müssen alle Leute abtauchen, das zeigt ihre totale Konsequenz, und dort eine illegale Struktur aufbauen und aus dieser Struktur heraus handeln. Und ich war eben der Meinung, dass man diesen sozialrevolutionären Ansatz und den bewaffneten Kampf zusammenkriegen müsste. Ich war natürlich, ich habe mit Kindern weitergearbeitet, ich hatte mein eigenes Kind da, ich hatte eine Basisarbeit da, ja, die mir total wichtig war. Ja. Das ging ja immer weiter. Wollte nicht erst untertauchen und dann so über das Land verteilt reisen, sondern ich wollte von meiner Basis aus kämpfen und nicht halt da Sachen verschärfen, die ich von meiner Basis aus sehe. Ne? Das war dann der Punkt, wo wir uns in München dann alle getrennt haben. Ne? Der Gedanke selbst, bewaffnet zu kämpfen, der war ist sehr breit diskutiert worden. Es gab in sehr vielen Ländern in der Dritten Welt Befreiungskämpfe. Der Vietnamkrieg war gerade auf seinem Höhepunkt, und es hat sich abgezeichnet, dass die USA dort auch nicht siegen werden. In Uruguay gab es die Tupamaros, in Brasilien gab es auch eine Stadtguerilla. Und das waren die Vorbilder, an denen wir uns orientiert haben und wo wir gedacht haben, das geht hier auch. An der konkreten Frage, das anzupacken, da hat sich dann aufgeteilt, das haben dann nur wenige gemacht. Ein Moment dieser ganzen Bewegung war auch, das anti-autoritär zu sein, gegen die Autorität oder die falsche Autorität oder negativ verstandene Autorität von Eltern, Vorgesetzten, Lehrern und so weiter. Und eine bewaffnet kämpfende Organisation ist aber in gewisser Weise wieder autoritär, also muss sie auch sein, nicht repressiv. Und das wollten viele auch nicht. Für mich war es so, dass ich gesagt habe, ich kann nicht wieder zurück in die Situation, in der ich vorher war. Ich kann nicht so weiterleben, wie ich früher gelebt habe. Und ich denke, diese Erfahrung war für viele oder für einige, ja, für viele Frauen auch so, dass sie nicht nur sich bewusst geworden sind der allgemeinen Unterdrückung durch den Staat, der reaktionären Verhältnisse in der Bundesrepublik, sondern auch ihrer ganz speziellen Situation als Frau. Die Frauen, die da den Schritt gemacht haben in den bewaffneten Kampf, hatten sehr viel weniger zu verlieren und sehr viel mehr zu gewinnen als die Männer. Die Rote Armee-Fraktion, RAF, wird von der undogmatischen Linken immer wieder wegen ihres autoritären Führungsstils kritisiert. Es war schon klar, aus der ganzen Unterschiedlichkeit der Genossinnen und Genossen, die angefangen haben zu kämpfen, dass eine
Führung auch etwas Notwendiges ist. Aber nicht im Sinne von Machtausübung, nicht im Sinne von Machtausübung, sondern als eine Funktion. Heute weiß ich, dass mein Überlebenswille sehr groß war. Und ganz unbewusst hatte ich die Fähigkeit entwickelt, mich zu bewegen, ohne wahrgenommen zu werden. Ich achtete darauf, mich so normal wie möglich zu kleiden, nicht zu schnell zu laufen. Unauffällig mit einem ausdruckslosen Gesicht, jung, aber alterslos. Aber vor allem war es dieser nichtssagende Ausdruck. Einfach nichts. Das Gesicht des Nichts. Ich war eine von den Gesichtslosen und das erlaubte mir, viele Jahre in der Illegalität zu überleben. Ich bewegte mich, ohne wahrgenommen zu werden. Wir führten damals eine ganze Reihe von Aktionen durch, die uns viel Sympathie einbrachten. Das waren bewaffnete Propagandaaktionen. Wir entwickelten eine große Handlungsfähigkeit. Jeden Tag gab es Aktionen, mehr als eine am Tag. Wir bekamen zunehmend Unterstützung aus der Bevölkerung. Und es war mehr als Unterstützung. Viele Menschen schlossen sich damals der MLN an. In diesen Jahren hatten wir einen unglaublichen Zulauf. Die Arbeit der Tupamaros konzentriert sich zunächst stark auf die Armenviertel. Von da aus organisieren sie ihre ersten populären Aktionen. So entführen sie zum Beispiel Laster mit Lebensmitteln oder Bekleidung von Großunternehmen und verteilen diese Waren in den Armenvierteln. Die Tupamaros wurden zunehmend durch weite Kreise der Bevölkerung unterstützt. Amadeo war einer von denen, die immer bereit waren, den Tupamaros Unterschlupf zu gewähren. Ich glaube, dass man sich einfach nicht vorstellen kann, wie die Arbeit in einer Guerilla-Organisation aussieht. Wir schliefen 3 bis 4 Stunden pro Tag. Mit Schaufeln und Spitzhacken hoben wir stundenlang unterirdische Verstecke und Vorratskammern aus. Außerdem musste der Kontakt zu den Compañeros aufrechterhalten werden. Wir machten politische Arbeit und sprachen die Leute im Viertel an. Und oft hatten wir nicht einmal etwas zu essen. Ehrlich gesagt hatte das sehr wenig mit Romantik zu tun. Das Romantische war vielleicht, dass wir alle glücklich waren. Zu dieser Zeit hatte die MLN etwas erreicht, was keine linke Organisation des Landes vorher geschafft hatte. Das ist bis heute so und es erscheint verrückt. Wir hatten einen großen Zulauf von denen, die der klassische Marxismus zum Lumpenproletariat zählt, die am meisten marginalisierten Menschen des Landes. Wir arbeiteten schwerpunktmäßig in den Cantegriles, den Armenvierteln, und erhielten viel Unterstützung von denjenigen, die, um zu überleben, immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt gerieten, den sogenannten Delinquentes Sociales. Ich glaube, daher kam auch unser Ruf, sehr konsequent und straight zu sein, dass wir, anstatt viel zu reden, viel taten, niemals logen, dass wir den Reichen wegnahmen, um es den Armen zu geben. Ein echtes Robin Hood-Image. Aber da muss man aufpassen, denn obwohl die Leute das alles vor Augen hatten, blieben sie gemütlich zu Hause und taten, was sie immer taten, weil sie ja wussten, dass man sie nicht anrühren würde. Sie lebten weiter wie vorher und beteiligten sich nicht am Kampf. Das war natürlich auch Gegenstand unserer internen Diskussion. Bis zu welchem Punkt sollten wir dieses Image vom gerechten Robin Hood aufrechterhalten? Wir diskutierten, ob wir dabei stehen bleiben wollten oder ob wir eine neue Ebene des Kampfes beginnen sollten, die die Macht des Staates in Frage stellen würde.
Ich kenne keinen Fall in der Geschichte und ich glaube auch nicht, dass er eintreten wird, bei dem die Staatsmacht in Frage gestellt wurde, wenn nicht die Gewalt, die vom Staat ausgeht, durch Gegengewalt, die vom Volk ausgeht, in Frage gestellt wurde. Aber bevor wir darüber sprechen, möchte ich noch mal sagen, wie wir unsere Strategie konkretisiert haben, als wir diese Linie der doppelten Macht vorschlugen. Sie beinhaltete die Schaffung der Volksgerichtsbarkeit, des Volksheeres natürlich und der Volksgefängnisse, die anders funktionieren und Teil der Volksjustiz sein sollten. Wir planten die Gründung von Volkskrankenhäusern, wo wir nicht nur unsere Verwundeten hinbringen, sondern ein Beispiel geben wollten, wie die Gesundheitsversorgung in den Händen des Volkes aussehen könnte. Die Tupamaros spitzen die Kämpfe zu und decken auf spektakuläre Weise Bestechungsaffären und Verstrickung von Politikern, Industriellen und Militärs in illegale Geldgeschäfte auf. Später führen sie symbolische Stadtbesetzungen in Pando und in Soca durch. Bei Zusammenstößen mit Polizei und Militär gibt es Tote und Verletzte auf beiden Seiten. Das Robin Hood-Image ist angekratzt. Die Bevölkerung wird verstärkt gefordert, Position zu beziehen. Unser Ziel war ganz konkret die Übernahme der Macht. Was danach zu passieren hätte, entwickelten wir sehr langsam. Wir gingen nicht davon aus, dass danach die MLN das Volk bzw. die Volksmacht repräsentieren würde. Darüber waren wir uns klar. Wir haben gesetzt auf die Rückwirkungen der Kämpfe, der Befreiungskämpfe in der Dritten Welt, also in den Dörfern, auf die Städte dann und nicht darauf, dass in den Metropolen eine große, breite Befreiungsbewegung selbst entstehen wird, sondern dass das eine Wechselwirkung ist und dass aber die linken Bewegung, die es gibt in der Metropole, ohne eine bewaffnete Fraktion auch sich nicht entwickeln können. Es gab Unterstützung schon natürlich aus der Linken, nur nicht jetzt in ihrer ganzen Breite. Weil es wäre sonst auch nicht möglich gewesen, wenn es nicht diese Unterstützung gegeben hätte. Wir haben uns nicht als Avantgarde verstanden oder so bezeichnet. Wir hatten einen Avantgarde-Begriff, der davon ausgegangen ist, es gibt immer bestimmte historische Situationen und in diesen bestimmten Situationen gibt es eine Möglichkeit, politisch zu handeln, die progressiv ist, die den Kampf für Befreiung, für Kommunismus, für ein anderes Leben vorantreibt. Und diejenigen, die das rausfinden in ihrer Analyse und so handeln, die dieses, also diese vorantreibende Moment sind, die sind die Avantgarde. Ob sie sich so bezeichnen oder nicht. Und man kann sich lange Avantgarde nennen, wenn man das nicht ist, ist man es nicht. Und man ist es eben faktisch durch das, was man tut oder nicht. Monika Berberich wird 1970 wegen Beteiligung an Banküberfällen verhaftet. Sie verbringt danach insgesamt über 17 Jahre im Gefängnis. Erst nach ihrer Festnahme gründet sich offiziell die RAF. Die ersten Aktionen der RAF gelten in Schaltstellen des Vietnamkrieges in Deutschland. So verüben sie im Mai 1972 einen Anschlag auf das US-Hauptquartier in Heidelberg.